Okay, wir spielen heute im Pokal. Wir haben ein Problem, weil unsere besten Spieler sind nicht spielberechtigt. Das ist ganz, ganz schlecht für uns. Ich mache mich jetzt warm. Da haben wir noch ein Problem. Man darf nur 5-mal wechseln. Nicht wie in der Liga, dass du immer durchwechseln kannst, wie beim Knossi-Event. Und ich habe echt nicht so Bock, von Anfang an zu spielen, weil ich gar nicht fit bin. Wird geil. Ich hoffe, dass wir gewinnen. Aber die haben irgendwie letzte Season 120 Tore geschossen. Also keine Ahnung, wie krass die sind. Let's go. Zeig doch mal was Cooles. Was zeigen? Was du so kannst. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Heute kommen null Zuschauer, sage ich. Alle sagen, es kommen hier richtig viele, aber ich weiß nicht, dass es überhaupt hier irgendwo Spiel ist, wo die Leute hinkommen. Hat keinen Sinn. Aber wir durften es auch nicht sagen wegen Security. Wie in alten Zeiten starte ich auf der 6. Boah, ich weiß nicht, ob ich so viel Ausdauer dafür noch habe. Damals habe ich auch 6er gespielt, als ich meine aktive Profikarriere beendet habe. Und dann wechsle ich auch mit Jan noch auf der 10. Der 10 würde mir besser gefallen, weil muss ich ein bisschen weniger laufen. Weil ausdauertechnisch bin ich ja natürlich jetzt auch nicht gerade auf dem Level. Ich war beim Boxen sehr gut. Jetzt mal schauen mit Max zusammen. Der kriegt ein paar lange Bälle und das sollte ein Tor machen. Also was wir dann vorne da, also hinten sind wir sogar gut. Ja. Aber wenn du auf der 10 stehst und ich vorne links, also ich weiß nicht, wie viele Tore wir gegen die machen. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Also wenn wir zwei im Angriff gegen die Tore machen, alles geil. Mach einen Doppelpass mit mir und dann direkt mal Abschluss. So was, das fehlt doch hinten. Du musst auch aus der zweiten Reihe auch mal sich trauen. Ja, machst du. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich stand auf der 6 und dann tausche ich mit Jan auf die 10. Max ist im Sturm mit, oh, ich weiß gerade seinen Namen nicht. Das ist der Trainer. Nee. Der im Sturm ist sicher der. Das ist der Jüngere, der aus Dubai. Und der Trainer spielt rechts außen. Okay. Ja, der spielt rechts außen, der hat beim HSV gespielt. Verletzungsbedingt dann aufgehört. Kennt man die Story, ich wäre auch Profi geworden, wenn ich mich nicht verletzt hätte. Nee. Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, nochmal für die Leute, die mich nicht kennen oder vielleicht nicht wussten. Ich habe bis ich 19 war Fußball gespielt, Verbandsliga. Habe ich dann aufgehört, A-Jugend, A1. Bin dann die Herren gekommen, bin aber ins Ausland, habe ich aufgehört. Hatte noch ein paar Angebote für Kreisliga, glaube ich, damals. Also zwei. Also das 1 nach Kreisklasse hätte ich dann in den Herren spielen können. Oder Landesliga, glaube ich, war es. Ich weiß es nicht mehr. Nichtsdestotrotz, heute mein erstes Pokalspiel nach wie vielen Jahren aktiven Fußball? 2014 habe ich aufgehört. 8 Jahre später stehe ich wieder auf dem Platz. Guck, wie es läuft. Hey Jungs, wir laufen jetzt immer bis zur 16er Kante und dann zurück. Und wir machen zwischendurch so ein paar Übungen. Erstmal locker laufen. Immer eine Minute. Ein bisschen Soße. In 20 Minuten ist der Anpfiff. Was habe ich gesagt? Was hast du gesagt, wie viele Leute kommen? Ich habe nicht. Du hast es falsch gemacht. Ist egal, du hast gesagt, es kommen ganz viele. Ja. Ah, zeig es den Leuten. Solche Sachen, die Bescheid warte ab. Aber was denn? In 20 Minuten ist Anpfiff. Wer ja. Denn kommen? Abwarten. Kein Mensch guckt online, wenn der SC Victoria spielt, wie ich fettneck. Ja, hier. Ja, hier. In der Ruhe. Komm, komm, komm.
Wie geht's dir? Geht noch eigentlich. Kannst du noch spielen? Ja. Ich will gerne noch 2-3 Läufe machen, dann mich auswechseln. Noch 2 richtige Sprints. Wenn ich den Ball mal bekommen würde. Das Spiel ist zu Ende. Da hinten wird nochmal gefeiert. Wir haben, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber es ist glaube ich schon aus. Da hinten ist die Liste. Wir haben 2-6 verloren am Ende. Aber die Jungs waren richtig stark und haben mega Bock gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie die Liga wird. Samstag spielen wir, mache ich auch einen Vlog. Wird sehr, sehr geil, hab richtig Bock drauf. Und dann wird noch ein bisschen mehr an der Ausdauer gearbeitet. Hoffe, dass ich rechts aus und dann noch mehr zum Einsatz komme und dann wird das geil. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo, Like da, ich würde mich freuen. Haut rein, mein Chef. Aufstellen, wow. Bitte die Grüne mit mir. Alle hier die.